Hallo liebe Apple-Fanleser, wie ihr seht, haben wir hier jetzt zwei brandneue iPhone 5S vor uns liegen. Mit etwas Verspätung haben uns hier die zwei Geräte in Space Grau erreicht. Und wir möchten euch natürlich mal einen kleinen Einblick geben, was das neue iPhone 5S kann, wie es aussieht, was sich geändert hat, was die neue Kamera kann, was die Touch-ID kann und wie sie funktioniert. Und da würde ich sagen, starten wir mal ganz klassisch mit einem kurzen Unboxing und Hands-on. Ich habe es selbst noch nicht ausgepackt und wollte es einfach mal mit euch gemeinsam machen. Wir haben hier das 5S und ja, im Packungsinhalt wird sicherlich wie immer das gleiche drin sein. Einmal hier das iPhone 5S in Space Grau mit Schutzfolie noch bedeckt und im Verpackungsinhalt gibt es Kopfhörer und den Netzstecker. Ich würde sagen, die Verpackung ist nicht ganz so interessant, deswegen kommt sie mal beiseite. Und wir werfen einen ersten Blick hier aufs iPhone und ich würde sagen, wir entfernen auch mal hier die Schutzfolien, die braucht nämlich kein Mensch und das ist das Space Graue und ich zeige das einfach mal, spiegel das ein bisschen im Licht. Da hat sich jetzt nicht so viel getan, direkt zum Start würde ich allerdings gerne mal das iPhone 5S daneben halten und da sieht man schon, dass die rechte Rückseite aus Aluminium deutlich heller ist und mehr ins Hellgrau geht und hier links ist es ja schon fast ein dunkles Blau. Also da hat sich Apple jetzt wieder für Space Grau entschieden, das ähnelt so ein bisschen dem bzw. der Farbe vom iPhone Classic. Vielleicht hat man da gedacht, komm, machen wir es auch mal so und haben dann hier dieses Space Grau verwendet. Auch der Rahmen ist natürlich dann in dieser Farbe gehalten und ganz unten wie immer Kopfhörer, Lautsprecher, Lightning-Anschluss auf der rechten Seite, Lautstärketasten und der Stummschalter, oben der Button zum An- und Ausschalten und rechts haben wir hier den SIM-Karten-Slot und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Spezifikationen. Im neuen iPhone 5S werkelt ein neuer A7-Chip mit 64-Bit-Architektur. Dieser Chip sorgt dafür, dass Apps doppelt so schnell ausgeführt werden, wenn sie dieses unterstützen. Zusätzlich ist neu der M7 Motion Co-Prozessor, der zum Beispiel von Apps wie Runtastic sehr gut genutzt werden könnte, da man zum Beispiel die Schritte zählen kann. Der trackt auch, ob man sich gerade bewegt, beziehungsweise ob man läuft, ob man rennt, ob man im Auto unterwegs ist oder ähnliches und spart somit sehr viel Strom und Akku, da die Apps auf diesen Prozessor zugreifen können und die App nicht unbedingt noch im Hintergrund laufen muss. Natürlich ein Retina-Display 4 Zoll, wir haben vorne eine 8-Megapixel-Kamera mit einer besseren Blende und hinten mit einem zweifachen LED-Blitz, einmal für warmes und kaltes Licht. Vorne ist eine 1,2-Megapixel-Frontkamera, 720p-Aufnahmen möglich und der Akku hält jetzt 250 Stunden. Ich würde sagen, wir wechseln zum interessanten Teil und fangen mal mit dem Touch-ID, also dem Fingerabdrucksensor an. Das iPhone wurde kurz eingerichtet, auch dort hätte man schon seinen Fingerabdruck scannen lassen können. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das manuell über die Einstellung zu machen, um es euch einfach besser zeigen zu können. Dazu navigiert man einfach in die Einstellungen, scrollt ein Stück tiefer, geht unter Allgemein und wählt dann hier den Code und den Fingerabdruck aus. Den zuvor eingegebenen Passcode mit 0000 einfach als Beispiel kann man direkt hier eingeben. Und wir starten mal mit dem Fingerabdruck. Wir haben jetzt hier schon einen Finger drin. Ich würde sagen, den lösche ich jetzt nochmal kurz und starte mit einem neuen. Und da bekommt man halt auch schon direkt angezeigt, wie das denn wirklich funktioniert. Man muss hier einfach seinen Finger drauflegen und ich würde sagen, ich starte mal hier mal mit meinem Daumen und den muss man immer kurzzeitig anheben und ein bisschen bewegen, damit hier der komplette Abdruck gescannt wird. Das dauert eine kurze Zeit, steht auch immer alles dabei, was man machen muss. Dann bekommt man nochmal angezeigt, ändere doch mal die Handhaltung, mach das doch mal von der anderen Seite und dann wird das hier ebenfalls noch gemacht. So, dann ist der Finger komplett eingescannt und wir sagen hier fortfahren und haben oben ausgewählt, dass der Fingerabdruck für die Gerätesperre und für Einkäufe im App Store und iTunes verwendet werden kann bzw. darf. Zusätzlich, bevor wir es ausprobieren, nochmal hier kurz, man kann hier natürlich ebenfalls einstellen, ob man hier zum Beispiel einen einfachen Code nutzen möchte, zum Beispiel 4x die 0 oder eben auch einen Passcode mit Buchstabenzahlen, wie lang auch immer. Zusätzlich hat man hier unten die Auswahl, ob man im Sperrzustand zugreifen kann auf Siri, Passbook oder mit Nachricht antworten, falls ein Anruf reinkommt.
Ebenfalls vorhanden können wir die Daten löschen, wenn 10-mal der falsche Code oder der Fingerabdruck nicht erkannt wurde. Und wir wollen das natürlich auch vorführen, deswegen würde ich sagen, machen wir es einmal aus und gehen in diesen Zustand hier und können dann natürlich, wenn wir hier unseren Finger drauflegen, zack, dann sind wir natürlich wieder hier in den Einstellungen und das iPhone wurde entsperrt. Das funktioniert natürlich auch, wenn wir das iPhone komplett ausgeschaltet haben und wir es bedienen möchten. Dann kann man jetzt ja einfach mit einem Fingerabdruck bzw. mit einem kurzen Druck drücken, den Finger drauf lassen, dann wird es automatisch entsperrt. Man muss also nicht oben den Power-Knopf drücken, um das iPhone zu entsperren. Ebenfalls neu und interessant ist natürlich die Kamera-App. Hier hat Apple ordentlich was vorgelegt. Es gibt nämlich jetzt, wenn wir mal reinschauen, verschiedene Optionen. Einmal eine Slow-Mo oder eine Serienbildaufnahme und man sieht hier jetzt einfach nichts. Ich lege da mal so ein schönes Putztuch hin. Von mir aus auch noch mit einem Stift. Zack. Und wir sind jetzt hier im Videomodus. Wenn wir mal auf Foto gehen, können wir jetzt durchgedrückt halten. Ein Serienbild starten, das insgesamt 10 Bilder pro Sekunde macht und da drückt man einfach drauf. Und ja, wie man sieht, haben wir jetzt 30 Bilder in weniger als 2 Sekunden gemacht und könnte sich dann natürlich auch hier unten das Beste aussuchen. Das wird hier auch schon angezeigt. Das wäre das hier, da hat sich jetzt nicht so viel getan, weil sich nichts bewegt hat. Man könnte natürlich auch aus den anderen Bildern wählen, die wir alle gemacht haben. Zusätzlich hat man hier die Möglichkeit einer Slow-Mo, also einer Slow-Motion-Aufnahme, Zeitlupenaufnahme auf Deutsch mit 120 FPS. Auch das macht jetzt hier nicht so viel Sinn, aber ich würde sagen, da binden wir euch mal noch was ein und ihr könnt euch das Ganze dann halt ansehen, wie das wirklich aussieht. Zusätzlich, ganz klar, hat man hier die Möglichkeit, Fotos im Quadrat zu machen, Panoramabilder zu machen und die Fotos hier mit Echtzeitfiltern zu hinterlegen und dann ein Foto zu machen. Die Kamera-App ist auf jeden Fall gelungen. Die neuen Aufnahmen machen wirklich Spaß, sie zu benutzen. Die Slow-Mo ist echt klasse bei Autorennen, Sportarten, auf jeden Fall einen Blick wert. Das sollte man ausprobiert haben. Das war jetzt ein erster kleiner Eindruck zum neuen iPhone 5S. Ich würde sagen, wir melden uns gleich auf jeden Fall nochmal mit ein paar Videos zum Startvergleich von iPhone 5, iPhone 5C und iPhone 5S und liefern euch dann noch ein paar Fakten, bieten euch noch ein paar Videos zur neuen Kamera-App. Die Touch-ID habt ihr jetzt gesehen. So sieht das space-graue iPhone aus. Und das war erstmal was von uns und wir wünschen euch viel Spaß beim Video anschauen. Und falls ihr euch fürs iPhone 5S entschieden habt, wünschen wir damit natürlich auch viel Spaß.